habe ich verloren. 6 Minuten sind es noch. Heute 25 Kilometer im Sparkassen-Alpmarathon in Schwäbisch Gmünd. Und ja, mal schauen, wie es geht. Ich habe jetzt halt praktisch meinen langen Dauerlauf morgen mit dem hier jetzt ersetzt und schauen wir mal, wie es läuft. Was magst du sehen? Das sorgt jetzt für einen Nervenkrieg, jawohl. Jetzt zieht nochmal die Schuhe fest. Schauen wir mal, was Wirt hat er gerade gesagt. Genau. Servus, jetzt in Schwäbisch Gmünd. Jens hat es ja schon angekündigt, wenn man es gehört hat, war recht windig. 50 Kilometer und 25 Kilometer sind gestartet, Jens läuft die 25. 5 Kilometer Start war auch gerade, ich bin jetzt am Einlaufen, laufe heute die 10. Ist recht hügelig im Wald, bin gespannt. 1! Hannes Großkopf, okay, den hab ich jetzt probiert. 3 Minuten, jawohl, und da kommt der Zweitplatzierende und den kennen wir doch alle schon. Marco Neumann, Platz 2 hier beim 10-Kilometer-Lauf, 35 Minuten, 47 Sekunden. Heute Morgen hat er die 5 Kilometer gewonnen und jetzt auf Platz 2 und da kommt auch der Drittplatzierende hier schon herein. Das ist der Jakob Hees vom VfL Waiblingen, Dritter. Und dann kommt schon der Steffen Krebs von der Kreissparkasse Ostalb. Aber jetzt steht der Hannes, der Sieger, bei uns. So, Rennen ist durch, Platz 3 gemacht. Der zweite, Respekt an den, der ist vorher schon die 5 Kilometer davor gelaufen. Großkopf hat gewonnen, das ist glaube ich im Zieleinlauf jetzt nicht drin, mit Abstand. Wir sind Platz 2 bis 4, sind ziemlich knapp zueinander reingekommen, war echt coole Strecke. Aber es war eigentlich ein halber Crosslauf oder Traillauf. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört, es ist total windig, das hat auch noch dazu gespielt. So, jetzt sind die 25 Kilometer auch im Ziel. Jens hat gewonnen vor Joachim, war ein krasses Rennen, viele Höhenmeter. Knapp 800 Höhenmeter auf 25 Kilometer ist echt verrückt. Die warten jetzt noch auf die Siegerehrung. Ich gehe schon mal heim, bin damit raus. Servus, ciao. So, und ein kleiner Sneak Peek für die, die dran geblieben sind, was in den nächsten Tagen auch noch kommen wird für ein Video. Ich glaube, mehr muss ich nicht zeigen. Schreibt es in die Kommentare, was es wohl sein wird und lasst ein Abo da, um es nicht zu verpassen. Servus, ciao.